Und die dicke Bertha war auch noch im Bild zu sehen. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir waren eben ein bisschen spät. Wir sind hier ein bisschen eingefallen wie so ein Überfallkommando. Ne? Das stimmt. Jetzt sitzen wir hier gemütlich und wir sind bis 10 Uhr für Sie da. Und dass Peter Maffay heute kommt. Ja, finde ich sehr schön. Also Stefanie Kloß, bitte, auf jeden Fall freuen wir uns. Ganz, auch. Ich liebe die sehr. Sie ist eine ganz, ganz tolle Musikerin. Aber Peter Maffay im The Voice-Kontext jetzt, das ist spannend zu sehen. Weil ich mich auch darauf freue, was so ein Musiker wie er, der ja nicht nur ein toller Musiker, sondern auch ein toller Mensch ist, der was zu sagen hat, wie der dann einwirkt auf so junge Menschen oder auf Leute, die ihre Karriere noch vor sich haben. Wir freuen uns sehr auf Peter Maffay. Ich habe mich gerade über unseren Beitrag gefreut, den wir auch noch zeigen, wo Franziska von Almsick Einblicke in ihr privates Leben auf Mallorca geben wird, weil das macht sie gar nicht so. Also ich wusste das nicht mal, dass sie auf Mallorca lebt, ehrlich wusste gesagt. Ich auch nicht. Man sieht nicht so viel von ihr. Ich war damals in Atlanta, als sie geschwommen ist. Noch 96, stimmt, da haben wir uns kennengelernt. Genau. Ich war Nachwuchsreporterin der ARD und sie ist noch aktive Schwimmerin gewesen. Gehörte zu den aufregendsten Momenten da bei den Olympischen Spielen. Das glaube ich ihr sofort. Und da fand ich sie schon toll. Also wir haben viel schöne und tolle Beiträge, tolle Gäste heute und freuen uns, dass Sie mit uns in den Tag starten. Kurz nach 6 testen wir, ob man im Solarpanel auf dem Balkon einen Fernseher betreiben kann und ein Handy aufladen kann. Finde ich super spannend. Was ich total cool finde. An Balkon hängen und Fernseher. Wenn das geht, mit einem Panel, du kannst daran deinen Fernseher, kannst du nämlich auch im Garten endlich mal Fußball gucken oder was auch immer. Naja. Und kannst dann da praktisch mit dem Solarpanel deinen Fernseher betreiben. Checken wir alles, jetzt gibt's das Wetter. Let's go. Die Lebensfreude, die wollen wir heute mal haben von Bertha. Die ist nur richtig gut drauf. Und einmal. Das hat sie noch nie gemacht. Sie denkt, sie ist eine Katze. Sag mal, was ist denn los? Sie denkt, sie ist eine Katze. Ich glaube, jetzt hat sich selbst ein bisschen vor sich selber erschrocken, dass sie das gemacht hat. Sie ist noch nie über die Lehne. Noch nie über die Lehne gesprungen. Ich habe auch gedacht, sie bricht sich alles, aber nein. Bertha, alles gut soweit? Ich sag dir, Energy Drinks waren doch nicht so. Manchmal habe ich das Gefühl, die hat eine Rakete im Hintern. Ja, ja, die hat sie auch wirklich. Verrückt. Aber jetzt muss sie sich ausruhen, liebe Zuschauer, und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Hast du gestern noch schöne Sachen erlebt? Ja, ich habe Akten sortiert. Muss auch mal sein. Steuer. Weißt du was, dass ich nach dem Urlaub, ich bin nach Hause gekommen nach dem Urlaub und es war ein großer Stapel von Post. Auch so wattierte Umschläge, wo so ganz viel drin ist und so weiter. Und dann gab es. Wollte es das Schicksal so, dass ich viele andere Dinge zu tun hatte. Und ich bin jetzt hierher gekommen nach Berlin und habe den riesen Stapel 3 Wochen Post noch gar nicht geöffnet. Wattierte Umschläge. Mhm. Wir müssten vielen Menschen, die uns jetzt zugucken, glaube ich, noch erklären, was wattierte Umschläge. Also hat man das wirklich so im. Ja, wattierte Umschläge, wo so Knickknackfolie drin ist. Und dann ist dann Luftpolster. Ja, aber kriegt man selten, oder? Kriegen wir diese Pakete? Kommt drauf an, ich krieg's öfter mal. Ich verstehe. Da ist ein Buch drin. Und? Was für ein Buch? Ja, das weiß ich ja noch nicht. Ich habe ja noch nicht aufgemacht. Ach so. Moment, aber Buchsendungen werden doch immer offen verschickt, oder nicht? Damit man sich das Vielleicht Porto ist ja von einer Freundin ein Buch. Es geht es noch spannender, liebe Zuschauer. Es ist 5.30 Uhr. Sie haben den Fernseher eingeschaltet, weil Sie interessante Fakten hören wollen. Und dann so ein Schwachsinn. Hier ist kein Zug. Nicht schlecht, oder? Nice Karre. Ja. Fetter Ride. So, wir hatten einen milden Winter, wir hatten einen trockenen Frühling und jetzt einen sehr, sehr heißen Sommer. Das sind die allerbesten Zutaten für einen Wespensommer. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie aggressiver sind. Es sind mehr geworden und du wirst sie nicht los. Egal, ob zu Hause, auf der Terrasse, auf dem Balkon oder irgendwo im Restaurant. Und trotzdem gibt es Tricks, sie effektiv. Wir haben den nächsten Versprecher. Oh, wie wundervoll. Können wir den auch rausklicken? Nein, können wir nicht. Es gibt Möglichkeiten, Wespen effektiv zu verscheuchen. Oh, da sind aber auch viele Konstruktionen dabei, die anstrengend sind. Viele Fs vor allem. Nee. Und vor allem, wenn man im Fernsehen arbeitet, muss man ein bisschen aufpassen. Meine Liebe geht raus an Amira Tröger. Wir haben wirklich herzhaft darüber gelacht. Und es zeigt halt auch, dass jemand da arbeitet beim Fernsehen und trotzdem passiert einem sowas. Man will einfach mal was machen und verrückt. Hat nicht so ganz lange drüber nachgedacht. Aber so ein bisschen Pipi-Lotta-Leben ist doch super. 2 bis 6 Wochen, dann ist es wieder weg. 2 bis 6 Wochen? Ja. Oh. Tja, Kollege. Scheiße, was? Das ist scheiße jetzt. So, wer jetzt reist, der reist auf eigenes Risiko. Die ganze Geschichte gleich nach 6, nach den Nachrichten. Ich krieg gleich richtig Ärger aus unserem Make-up-Department. Könnt ihr mal von vorne anfangen? Gleich richtig, ja, einmal mal von neu anfangen. Glückwunsch. Jetzt freuen wir uns erstmal auf Gabi Becker. Lange nicht da gewesen, Gabi. Herzlich willkommen zurück. Ja, ich freue mich auch. Schön, dass du da bist. Auf geht's, die ersten Nachrichten des Tages. Also man kann eine Menge falsch machen und falsch erleben im Urlaub. Zweimal habe ich ein Ferienhäuschen gebucht.
gebucht, einmal zu zweit, waren wir zwei Familien. Und auf den Fotos sah das aus wie so ein richtig großer Pool. Aber das war mit so einem Fischauge fotografiert. Das war ein ganz kleiner Pool. Und wir dachten so, okay, wenn wir alle da drin sind, ist das Ding, ist das Wasser schön draußen. Im Wasser, ne? Das war echt richtig übel. Wenn Sie auch schlimme und zugleich lustige Urlaubserlebnisse haben, die Sie unbedingt mit uns teilen wollen, dann schreiben Sie bitte auf unserer Facebook-Seite. Wir werden das berichten. Meine Uhr hat gerade gesprochen, Entschuldigung. Fernsehen gucken und Handy aufladen über die Solaranlage auf dem Balkon. Das wäre doch krass, oder? Strom selber produzieren, geht das so einfach? Solarpanels sind in deutschen Baumärkten derzeit ja schwer gefragt. Und ob die sich wirklich lohnen und für welches Gerät die gut sind, das testen für uns zwei Münchnerinnen am eigenen Balkon. Prinzip finde ich aber immer noch geil. Ich auch. Dass man irgendwie so ein Brett hinlegt und die Sonne produziert Strom. Finde ich sensationell. Das muss ja irgendwie die Zukunft sein. Es macht ja so viel Sinn, jetzt, wo wir die Sonne in noch größerem Übermaß haben. So, jetzt haben wir wirklich eine Geschichte, die geht uns sehr ans Herz. Seit fast 60 Tagen, nicht seit, sondern insgesamt fast 60 Tage, war die Hündin Abby in Amerika in einer Höhle eingesperrt. Eine kalte, dunkle Höhle. Und das bei nur 14 Grad. Dass sie überlebt hat und dass sie überhaupt gefunden wurde, ist reiner Zufall. Und wir freuen uns riesig.